Servus zusammen, es ist Freitagabend, es ist wieder Dogs Time. Wir haben den 4. Dezember, wir haben 18.09 Uhr, wenn ich diesen kleinen Clip hier anfange. Und ich muss sagen, das ist eine ganz, ganz, ganz heiße Kiste, was hier abgeht. Ich möchte mal Ihre Aufmerksamkeit lenken auf das Band oder auf die Bollinger Bänder. Wir sind weniger als 400 Punkte auseinander. Eine solche Konstellation hier, dass hier sind wir nämlich 11.400 bis 13.900, fast 14.000, das ist mal ein Wort, das sind 2.600 Punkte. Aber dass es sich dann so zusammenzieht durch diese Seitwärtsphase, das muss ich ehrlich sagen, das habe ich nicht erwartet. Das ist ein extrem schwieriger Handel und ich bin der Meinung, hier steht eine richtig fette Bewegung vor uns. Von den Bändern her kann ich nicht sagen, ob diese Bewegung nach oben oder unten geht. Keine Chance, kann ich nicht. Dröseln wir es auf. Der Widerstandsbereich ist nach wie vor diese 13.465. Und da waren wir dran und wir haben es nicht geschafft. Wir haben hier den Shooting Star. Wir haben danach folgend einen Doji, auch nicht schön. Und dann kommt die negative Kerze. Erst wenn wir hier drüber sind, kann ich hier eine Entwarnung geben. Das heißt, über 13.475, ich nehme mal ein bisschen Abstand. Das wäre ein positives Signal. Dann würden wir auch das obere Band rausnehmen. Nach unten habe ich hier nach wie vor den Bereich um die 13.000. Da liegt jetzt auch das untere Band. Wenn wir das brechen, dann gehe ich davon aus, sehen wir mindestens dieses Gap hier, dann sind wir irgendwo bei der 12.500. Sollten wir das obere brechen, haben wir auch nochmal 500 Punkte nach oben Platz. Ja, dann kann das so eine 13,9 werden. Es ist nicht zu sagen vom Band her. Positiv erachte ich die Tatsache, dass wir diese fette Bewegung hier komplett seitwärts abbauen. Haben heute mal Kontakt aufgenommen mit der 20-Tage-Linie. Die ist bei 13.227. Schauen Sie mal, wie eng die wieder zusammen sind. Wir sind negativ nicht nur über die moderne, sondern seit heute auch über die traditionelle Sichtweise im MACD. Stochastik negativ. Ein Verkaufssignal, zwei Verkaufssignale. Und mit dem hier kann ich nichts anfangen. Wie gesagt, das sind die wichtigsten Punkte, 13.475 und 13.000 nach unten. Also ich glaube, das wird eine ganz, ganz schwere Woche, nächste Woche. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir während des Tages da nicht durchgehen, weder nach oben noch nach unten. Nach oben bauen sich dann massive Widerstände auf, dann wird Short gegangen. Ich glaube, da hält der Markt schlicht und ergreifend dagegen, dass er drüber geht. Aber nach unten, es ist auch sehr, sehr gut, nennen wir es mal, sanktioniert. Das ist eine schöne Unterstützung bei 13.000. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die löst sich nur durch eine Übernacht-Information, Nachricht, wie auch immer aus. Und ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Und ich habe auch keine Idee, ob die positiv oder negativ sein könnte. Das ist also extrem schwierig. Deswegen mache ich eins, ich ziehe die Scheine näher ran. Es macht für mich keinen Sinn, hier unten irgendwo einen Schein zu suchen. Ja, mit dem Fünferhebel, Zehnerhebel, das macht für mich keinen Sinn. Ich gehe hier relativ nah drunter. Ich habe den hier gefunden. Das ist ein 12.850er. Da sind wir hier. Der ist sehr nah dran. Wenn eine Bewegung kommt, wird die stark. Die wird richtig groß. Das ist dann so eine 300-400-Punkte-Bewegung an einem Tag. Und deswegen möchte ich eigentlich nicht hier unten einnehmen, sondern wenn es mich schon erwischen sollte, dann gehe ich näher ran. 12.850. Das ist von Goldman 30er Hebel, Open-End-Schein mit der Kennnummer GF6RD9. Es ist echt schwierig. Je länger ich hier drauf schaue, desto unentschlossener werde ich. Ich möchte eigentlich diesen Call erst dann kaufen, wenn wir hier drüber gehen. Und wenn wir da 50, 100 Punkte drüber sind, kann man den, glaube ich, immer noch kaufen. Weil dann zieht er durch. Dann werden die Shorts hier richtig gegrillt. Andererseits, die positiven Leute, die werden hier gegrillt unter der 13.000. Und dann zieht er auch dementsprechend nochmal nach. Gucken wir mal nach dem Short. Den Short möchte ich auch relativ nah hier hinterlegen. Ja, wenn ich jetzt sage, das ist die 13.475, ist sowas hier, was ist er denn jetzt? Da, sowas sinnvoll. Eine 13.734, das ist ebenfalls ein 30er Hebel. Ich habe ihn Wochenend
Clip selten solche hohe Hebel. Aber ich habe im Moment keine andere Wahl. 13.734er. Das ist die GB7PN6. Also das wird, glaube ich, eine super spannende Vorweihnachtszeit. Aber ich im Moment muss ich nach wie vor dem Hintergrund von diesen Verkaufssignalen davon ausgehen, dass das eher runtergeht. Aber diese Aussage ist komplett Makulatur, wenn wir die 13.475 reißen. Ganz, ganz schwierige Situation. Bleibt klein. Ich mache es auch. Ich bin nur in Einzelwerten drin. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.